Ja, hi und herzlich willkommen zum neuen Video von Spielpirat.de, der Spielpirat. Und ja, wir haben heute eine ganz neue Arena für euch, die ihr wahrscheinlich so noch nicht kennt. Das ist das Beyblade Graffiti Dan Bay Stadium vom Extreme Top System. Und wie wir gesehen haben, haben die ja doch einiges drauf. Wir haben hier den Lion als Symbol abgebildet in dieser doch schöne dunkelblauen Farbe. Und ja, was wurde sich hier von Hasbro ausgedacht? Wir haben ja mal ein ganz anderes System, also nicht nur rund, wie wir es so mal kennen, sondern auf der Stelle hier in der Mitte, in einem großen Hauptbereich, da in der untersten Vertiefung, haben wir einen kleinen Kampfkreis, der auch ja, also ziemlich genauso groß ist wie bei den anderen Arenen, die wir so kennen. Und ja, dann können wir da eben halt noch sehen, dass hier noch ein kleiner Auslaufbereich ist. Ne, also sprich dann auch eine komplette Rundung, die hier gebrochen wird. Ja, und hier sehen wir nochmal eine weitere Auslaufzone. Hier sind wir lang, damit ihr es auch kontrasttechnisch gut sehen könnt. Und die ist etwas höher. Ja, sprich mit ein bisschen Wucht, ja, kennt ihr ja, wenn die Bälle so rausgeschossen werden. Haben wir hier die Möglichkeit, dass ein Base sich hier auch ein bisschen beruhigen kann und auch mit einer leichten Neigung, die hier in der Mitte auch den tiefsten Punkt erreicht, wieder direkt in den Kampfbereich reingeführt wird. Und ja, was wir hier noch sehen können, zum Beispiel an der Stelle hier oben, haben wir hier nochmal so einen kleinen Absatz. Nun, jetzt kann man sich fragen, für was der ist. Das gleiche haben wir auch hier oben. Ja. Da ist nochmal, also hier oben klar, dieser Absatz. Dann haben wir nochmal eine kleine Vertiefung hier. Vielleicht kann man das einfach nutzen, um da auch nochmal ein paar Starts ein bisschen besser hinzubekommen. Ja, oder mal ein bisschen zu spielen, zu versuchen. Und Spielpirat wäre natürlich nicht Spielpirat, wenn er das nicht mal ausprobieren würde mit dem einen oder anderen Bay. Und ja, wen nutzen wir dafür? Ich würde mal sagen, diese beiden Kandidaten. Und die sind natürlich aus den Bay-Teilen, die wir so zur Verfügung gestellt haben, ja, zusammengebaut, alles original Hasbro drin dennoch. Und ja, ich wünsche euch mal viel Spaß und gute Unterhaltung bei diesen beiden Bays und dem Kampf in der neuen Graffiti Dan Bay Stadium. So, 8 zu 1. Machen wir gerade wieder so ein bisschen mit dem Hörkurs. Was bringt das alles? Ja, man sieht, er bricht aus der Linie und kann auch mal ein bisschen weitere Bahn fahren. Ach, habt ihr das gesehen? Da ist der Vader tatsächlich hochgeschossen worden, eigentlich Arena aus, und ist genau hier oben rauf und wieder rein, ist wieder zurückgeführt worden. Also gleich beim allerersten Kampf haben wir ein Beispiel gesehen, was diese Arena eigentlich alles kann. Sieger ist hier. Und würde ich sagen, versuchen wir doch einfach nochmal. Und los. Naja, ist euch vielleicht das bessere Bild schon aufgefallen? Ich hoffe es zumindest. Denn ab heute haben sie einen neuen Camcorder. Ja, und dem erhoffen wir uns auch noch schärfere und bessere Bilder, damit ihr auch Spaß habt, in Zukunft ein bisschen was Anspruchsvolleres noch bei uns zu sehen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es so, was ihr hier seht. Ja. Wir hoffen doch mal, dass wir euch was bieten können. Und vergesst nicht, wir freuen uns natürlich immer noch tierisch, wenn ihr bei uns auf unsere Seiten kommt. Also diese Arena gibt es zum Beispiel bei uns auf der Seite zu kaufen, auf spielpirat.de. Dann haben wir natürlich auch noch unser liebes eBay, wo wir gerade so eine Ersatzteile Angebote reinstellen. Ui, der war schön. Der ist rausgefeuert worden. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da sein würdet. Auf eBay.spielpirat.de findet ihr die eBay-Seite. Und was wir noch haben, ist natürlich Facebook. Ja. Ich danke euch allen, die auch bei Facebook schon aktiv bei mir sind. Facebook.spielpirat.de. Ui! Das war natürlich selber rausgeschossen.
Und ja, an der Stelle danke ich auch nochmal allen, die auf dem Board sind bei uns, board.spielpirat.de. Mit diesem Kampf soll es gewesen sein. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, euer Spielpirat.